Ja, weil wir Chrissy. noch nicht so weit ist. Was geht schon los? Ich bin gerade am E-Mail schreiben. Ja, geht los. So. Ja, dann hopp. Marv fährt noch nach A, ich fahre nach B und die Flotte bewegt sich auch nach A und halt wieder auf der GH-Linie, so wie wir es eben gemacht haben. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass sie diesmal mich rausfokussen werden. Fuck, ich habe die RAM-Flagge vergessen. Oh nein, auf Ocean wirst du bestimmt jemanden rammen. Die Map ist voll klein. Alle sofort auf die DDs rauf und sonst halt die Atagos rausnehmen, die Schlacht. Jo. Ich komme runter nach B. Ach ja, ich hatte die Klinge und Sarah, oder? Sehr gut, sehr gut. Wenn dir das hilft, dann wunderbar. Gib 5, 8 auf! Ja, ich auch. Ohne Verbindung. Für 8000 Credits gibt's den ganzen Spiel. Auf weiß, was er zu tun hatte, die Atago auch. Von daher sollte das klappen. Er macht die Pro-Taktik! Das heißt? Was? Er droppt seine Bomben ja, ins Wasser und scoutet. Mit den besten spielen wir hier. Hast du denn ja, das gefällt mir. Wie lange machst du das schon? Auch. Ja. Jetzt tatsächlich, Martha hat einer am Anfang vom Teamgefecht gedroppt und auf unseren Zerstörer gedroppt und der ist detoniert. Ja, upsi, kann natürlich auch passieren. Ja, wenn der DD da auch reinfahren muss, also. Solange du nicht miterleben musst, dass ich zwei Teammates nebeneinander wegdetonieren. Wir gehen auf C. Ja. Ich hab schon gesehen, wie Leute sich gegenseitig in Torpedos reinschieben. Haben wir erlebt schon so allerhand Sachen in dem Spiel, wenn man da länger dabei ist. So, okay. Nimm mal bitte den Schuss einfach mal hier weg, Nico. Ja. Ich bin erstmal wieder zu, aber da kommt gleich wieder. Ich sehe nicht mal Flugzeuge und schieß schon welche runter. NC-Style halt. Das sind die NC-Probleme. Marvin sieht soweit klar aus bei, ich bin noch nicht gespottet. Ich gehe jetzt über den gesamten Cap-Bereich rüber. Läuft bei dir. Wer ist das hier hinten? Janis, bitte unbedingt aufholen. Ja, ich fahr schon die ganze Zeit Vollgas. Janis, fahr mal schneller! Ich fahr die ganze Zeit schon. Aber weiter nach oben, ihr seid zu weit unten. Ich hab sogar die Speed-Flagge drauf. Trotzdem so langsam, das ist unglaublich. Macht's ja, die eine NC, was braucht die eine NC? Wir warten hinten. 4000. Wo war denn fern? Ich bin am Arsch der Welt gespawnt, was bitte. Kappa. Ich musste gerade eindrehen, deshalb mach ich oben Schüsse. Die Ausreden. Was? Toll, jetzt dreht er ein. Ah, die Atago muss ich jetzt einmal entscheiden, wem sie Breitseite gibt, wenn die oder ja, mir. Ja, genau, du kannst mal auf die Atago da gehen. Welche, die da hinten, die in C drin? Ja. Dann, ja, die zeigt einen Sven-Breitseite. Stoßt ihr mal bitte von unten nach B rein. Ja, als ob ich die jetzt treffen würde, als ob die nicht ausweichen würde oder so. Vielleicht dreht sie ja mir ein. So, Leute, kommt mal hoch zu B, bitte. Bin unterwegs. Jo. So, sollen wir B contesten, Jan? Ja. Wir bereiten euch für unseren Smoker, wenn ihr da seid. Müsst bloß hoch machen. Denen wenigstens schön die Nase zeigen, den beiden anderen NCs. Wie gesagt, ja. Schlachtschiff erstmal auf die beiden. Achtung, Bomber hinter dir. Ja, schnell näher. Eine Schmoke in der Runde. Jo, danke. Wollen wir die runterholen? Natürlich. Naja, schaffen wir nicht schnell genug. Und ich will halt nicht zu lange auf sein, weil DD hier halt in der Nähe und so. Liga und nicht wenig. Halt gleich mal, denn wenn wir Fighter Support haben sollten, fangen wir wieder an zu contesten. Jetzt gerade macht das keinen Sinn. Jetzt stellt sich die Frage, wollen wir aufbleiben oder nicht aufbleiben? Ja, immer wenn wir aufgehen, können wir das Feuer öffnen. Wenn die unter 3 Kilometer kommen, dann können wir raufschießen. Da fliegt mich schon mal hier. Hä? Der Lloyd läuft, hat repariert, ne, die NC. So viel dazu. Dann ist das die Atagos, die ich nicht beschießen. Ah, jetzt!
So, jetzt gibt's auch gleich Schellen. Ja, oder Overfence. Oh fuck, sind da mega nah dran, ich schon hier. Ja, ich brauch anders, also, was soll ich machen? Wir contesten weiter B, wir brauchen bloß Jägersupport. Smoke liegt sogar halb drin in B, naja. Krass, dass die Ataros gerade nicht auf mich geschossen haben, die waren auf 8 Kilometer. Oh, verschwindet. So, die Schiffe hinten weiter hochkommen, bitte. Immer noch. Kommt das Dach an die B-Grenze ran. Immer nur einen Treffer auf die scheiß Atakos. Ah, dann liegt wieder der Smoke. Schön. Dann kommt mal. Achtung, der NCS schießen. Ja, und du kannst ruhig rausfahren und halt ihm scouten. Jo. Ein NCS hier offen. Ah, fuck, ist halt der Jäger. Leute, tops, 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 tops. Ach du Scheiße. Deswegen. Und die kommen genau. Ja, hier machst du nix. Und der Ding. Atago ist auf Hälfte runter. Ich werde mir das einfach komplett zurückziehen. Nochmal tops. Die andere Atago will, glaub, tops werfen. Ein Torpedo nehme ich mit. Jetzt geht er auf, oder was? Armin sagt Bescheid, wenn der Smoke weggeht. Das ist mein Smoke und er geht in 10 Sekunden weg. Der hintere, oder? Die Frage, ja, geht schon flöten gerade. Neu. Ich könnte ja Hilfe brauchen mit diesem Fighter, der blockt mich. Ach, du hättest nicht. Ja, natürlich Feuer. Jetzt. Alle. Oh, jo. Vollgas. Versucht euch da an B festzusetzen, zumindest das ein Schiff dran steht. Und weiter kämpfen. Wenn wir B haben, dann können wir wieder uns einen Deck hinter die B-Grenze zurückfallen lassen. Halt, oh, ich hab ein Problem. Tops. Halt, ja. Ist angenommen. Sehr gut, so, dann lasst euch erstmal ein bisschen von Benzen rum. Top-Treffer auf Schlachtschiff. So, Leute. Also ihr könnt euch ruhig Mühe geben, die Zerstörer rauszunehmen. Kommt der denn jetzt her? Ja. Lasst euch ja, zurückfallen aus dem Smoke. Vielleicht Janis wartet noch, bis er vielleicht ein bisschen hochheilen kann. Achtung, hier Bomber bei mir oben. Dann lasst euch da mal erstmal zurückfallen. Ja, die Smoke geht, glaube ich, weg. Okay. Ja. Ja, Smoke geht weg. Ja, dann haut ab da. Janis, fährst du weiter rückwärts? Ich geb Gas jetzt nach vorne. Ja, pusht genau. Okay, push nach vorne, dann in den Nebel da zu den anderen Schlachtschiffen. Noch mehr Torpedos. Alter, wie viele Torpedos haben wir? Noch zweiten Benzinzeit. Also, wenn es geht, die Jäger und Bomber so stehen positionieren, dass wir die Torpedos noch rechtzeitig sehen können. Also die beide NCs fokussen gerade auf mich, ne? Jo. Ja gut, dann Leute, push mal auf den NCs so jetzt. Jo. Ja, der Repair-Tick kommt nach. Wenn du rein kommst, kannst du auf jeden Fall rein da oben, ne, Marvin? Und wieder nur overpennen. Lalala. Thank you.
Benzen sind offen, bitte auf die Benzen mit aufschießen. Mhm. Ich top jetzt in den Nebel rein. Jo. Ich glaube, ich bin tot. Ja. Das Gefühl habe ich auch. Ja, oder da kommen die zweiten halt, den ersten. Vielleicht kriegst du die Benzin noch mit, ja, noch 5800 oder schön drin. Ah, schade. Und nochmal Torso. Boah, aber hier. Das war ein DD. Erik hat sich ordentlich gegönnt. Viele Torpits. Oh ja, nice, die Benzin rausgenommen. Ah, geil. Und die NC noch beschädigt. Ja. Nee, ein NC ist raus, ein NC ist ja, raus. Ja, und eines ist beschädigt. Nein! Ich, boah, scheiße. Eine Sekunde noch, dann hätte ich die Atago vielleicht auch noch mitgenommen. Dass ich irgendwie klappt hat mit den DDs, nee, so richtig. Ja, das kann jetzt Geschichte. Also irgendwie hätte die eine Atago raus sein müssen, zweimal. Ja, aber meine RNG war halt zweimal komplett für den Arsch. Ich habe halt ganz anders jeder zwei Torpedos tatsächlich gefressen. Ja. Von Full Life auf 500, weil die waren genau. Bei mir halt auch. Erstens die Torps und zweitens die RNG war halt echt scheiße. Ja gut, die Torps waren tatsächlich auch ein bisschen da. Ihr standet da. Weiß nicht, aber ich stand halt auf Breitseite, ne, zu den Atagos. Das ist halt. Weiß nicht, was euer Ziel da gerade war in der Situation. Ich hab die Torps ja schon weit vorher gefressen. Naja, ich hatte nur die eine Szene halt gesehen, wo ihr halt beide im Camp stand und relativ breit seid als in der Tages unterhalten und ziemlich viele Torpedos kamen und ihr auch einige halt gefressen habt. Ich weiß nicht, ob ihr den NCS keine Breitseite zeigen wollt. Also den von den Atagos in der Smoke habe ich keine gefressen. Ich habe die vier Torps habe ich schon weit vor der Smoke gefressen. Ich weiß nicht, wie das bei uns war, aber ich glaube, wie die immer gewinnen, ist, wenn sie ihre Schlachtschiffe im Nebel halten und die haben die Schlachtschiffe permanent im Nebel gehalten. Ja, wobei das, weiß nicht, ob das tatsächlich das Problem war, weil wir haben halt extrem viele Torpedos in so Runde gefressen. Unsere Schlachtschiffe, also ich als DD halt jetzt. Halt ja, das ist natürlich, wenn wir TD, wenn wir Torps fressen, das ist natürlich dann auch scheiße. Ja. Aber glaubt, die Atago könnte noch einen fressen. Nee. Okay, lol, der ist dumm. Potato. Also Dan Carrier war diesmal deutlich offensiver und hat halt auch viel besser gespottet als in den vorigen beiden Gefechten. Mhm, hab natürlich dafür viel mehr Flieger verloren. Ja. Ja. Müssen wir halt gucken, dass wir in Zukunft das besser unter Kontrolle kriegen. Naja. Gestorben. Ein Atago tatsächlich. Hat er noch einen. Flooding gestorben? Nö, den habe ich runtergebrannt. Na guck mal, die Atago, die brennt vielleicht auch noch runter. Oh, schade. Und der Pedro war ein kaputt aus. Tja. Ja, die NCs haben ganz schön was runtergeholzt an Flugzeugen.